Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier beim letzten Mal in Sanctuary stehen geblieben und wir werden jetzt erstmal die Gelegenheit nutzen, uns ein bisschen um uns und unsere Ausrüstung und auch hier um Sanctuary zu kümmern. Wir haben ja leider feststellen müssen, dass hier ja eigentlich keine neuen Siedler eingezogen sind. Würde ich gerne mal schauen, woran das liegt. Ich nehme an der Nahrungsmittelversorgung. Aber wir werden uns erstmal darum kümmern, dass wir hier das Zeug loswerden, was uns im Moment ja doch ziemlich stark belastet. Schauen wir mal ganz kurz. Bei den Waffen haben wir zum Glück nichts, aber wir haben einige Sachen auf jeden Fall. Bei der Kleidung zum Beispiel, die wir hier auf jeden Fall loswerden sollten. So, packen wir die erstmal hier rein. Wir haben auch noch Supermutanten, Brustgurte, Lendenschutz, eine Ushanka, das müssen wir nicht mitnehmen. Und eine mit Taschen emaillierte Metallrüstung, die kann auf jeden Fall weg. So. Und dann würde ich sagen, sollten wir auch noch bei der Gelegenheit hier an der Rüstungswerkbank vorbeischauen. Und mal schauen, ob wir etwas modifizieren können an unseren Rüstungsteilen. Hier haben wir beispielsweise unsere Chamäleon-Lederrüstung, die legendäre. Da ist kein zweiter Mod drin. Mal schauen, ob wir da was machen können an dem zweiten Platz. Auf jeden Fall können wir hier eine gekochte Rüstung draus machen. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, sie kriegt mehr, wie man sehen kann. Ja, plus 1 auf beide Resistenzen. Also würde ich sagen, nutzen wir die Gelegenheit und bauen das mal ein. So. Und dann sollten wir in den zweiten Slot auch noch was einbauen können. Da können wir jetzt entweder Leichtbau draus machen. Ja, da reduziert sich das Gewicht um ja, 0,8 Pfund. Und wir können auch Taschen draufgeben. Ich würde sagen, Taschen wäre jetzt hier auf jeden Fall günstiger. Also werden wir auf jeden Fall Taschen hier einbauen. In unsere Lederrüstung fürs linke Bein. So, hätten wir das. Schauen wir mal weiter, ob wir noch was anderes machen können. Haben wir noch unseren isolierten Wohldanzug. Ich glaube, da können wir nichts weiter machen. Nee, da fehlt uns definitiv der Rüstmeister mit dem Rang 2. Okay. Dann haben wir noch unsere kryolaminierte Sündrüstung. Da können wir wahrscheinlich gar nichts machen. Nee. Bei den Taschen brauchen wir auch nicht unbedingt ändern. Gut, schauen wir mal weiter. Dann haben wir noch den lackierten Metallrüstungshelm. Oh, da können wir wohl gar nichts machen. Okay. Gut, dann haben wir noch die SB-Kampfrüstung, den Harnisch. Der hat gar kein extra. Gut, der hat hier einmal den stählernen Bruderschaftsrüstungsslot. Können wir jetzt noch verstärkt draus machen. Da scheinen wir aber etwas zu verlieren. Jetzt haben wir 15-15 und wenn wir dem... Moment, schauen wir mal bei verstärkt. Nee, da würden wir zu viel verlieren. Also bleibt das so. Dann haben wir noch den zweiten Mordplatz. Da können wir jetzt entweder Leichtbau oder Taschen dran kleben. Ich würde sagen... Ah, gerade bei der Brustrüstung gewinnen wir immerhin 4 Pfund. Oh, sie haben die zu unterschätzen. Ja, aber die Taschen sind 5 Pfund. Also von daher würde ich sagen, nehmen wir die Taschen. Also werden wir mal Taschen in die ja, Kampfrüstung, in Harnisch einbauen. So, hätten wir das. Ich glaube, dann haben wir auch alle Teile durch. Ja, sieht so aus. Sehr schön. Können wir uns hier von der Werkbank entfernen. Schauen wir mal ganz kurz in den Pip-Boy. Und wir haben jetzt auf jeden Fall eine... Tragekapazität, die wird hier aber nicht angezeigt. Jetzt kann man sie sehen. 355, das sieht ganz gut aus. Sehr schön. Gut, dann würde ich mich gerne hier in der Siedlung, wie gesagt, noch umtun und erstmal einen Schandfleck beseitigen. Ja, das müsste noch sein. So, das heißt, ich würde gerne mal die Schütze versetzen. Ja, einfach hier oben drauf. Wir haben die ja damals nur so provisorisch mal schnell hingestellt. Mal sehen, ob das hier ein bisschen besser geht. Ich muss die einfach nur an die Kante stellen. Und auf jeden Fall diese komische Konstruktion hier mal entfernen. Ich glaube, wir sollten mal vielleicht die Schütze hier vorne hinstellen. Das wäre, glaube ich, ganz günstig. Oh, können wir eigentlich oben aufs Dach stellen. Ich glaube, da passt das ganz gut. Oh, ist das abgesichert. Und dann hatten wir ja das Problem, als wir das erste Mal gemacht haben, dass Cosworth hier stand und wir den Wachturm nicht so wirklich an die Ecke platzieren konnten. Und jetzt funktionierte, da er nicht mehr da ist. Großartig. Fällt mir das auf jeden Fall viel besser. Sehr schön, haben wir das. So, dann werden wir mal das hier wegnehmen. Das werden wir auf jeden Fall verwerten. Das ist nur Holz und Stahl. Das kann weg. Und dann kann man die Leiter hoffentlich etwas sinnvoller platzieren. Würde ich mal sagen, die kann ruhig hier vorne bleiben. Aber räumen wir so ein bisschen zur Seite, finde ich ganz nett. So viel Zeit muss sein. So soll ja auch ein bisschen noch was aussehen hier. Mal sehen, ob wir die jetzt hier angesetzt kriegen. Ich will sie gerade wohl nicht mitmachen.
Mal sehen, ob wir das irgendwie von der Seite hinkriegen. Vielleicht funktioniert es dann. Das sieht besser aus. Sehr schön. Jetzt geht's wohl. Ja, das sieht gut aus. Da ist nochmal so eine kleine Treppe drin. Das ist hervorragend. Ja, und das ist benutzbar vor allem. Das ist wichtig. Ja, großartig. Haben wir das. So, dann können wir auf jeden Fall weitermachen. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz nochmal die Werkstatt. Wir haben jetzt 6 Leute und 6 Essen. Ich sag ja, das muss an der Nahrungsmittelversorgung liegen. Und da ist wohl das Problem, wir haben auf jeden Fall hier hinten genug angebaut. Aber es wird wohl von niemandem gepflegt, würde ich mal sagen. Ja, man sieht es hier, die ganzen Tattoo-Pflanzen, keine einzige Frucht dran, obwohl wir uns die Mühe gemacht haben, das hier alles anzupflanzen. Da kümmert sich offensichtlich keiner drum. Also sollten wir mal gucken, ob wir jemanden frei haben, der sich darum kümmern kann. Möchtest du darüber reden? So, das heißt, wir werden mal hier hochgehen und ich möchte gerne was bauen. Ist okay. So, das heißt, wir werden nochmal in die Werkstatt gehen. Lass mich in Ruhe, Jude. Und mal schauen, dass wir erstmal bei der Energieversorgung nochmal was bauen. So. Und zwar erstmal einen Stromleitungsmast. Mal sehen. Nee, der ist nicht bei Generatoren, bei Stecker. Ja, genau. Erstmal, ich lege hier nochmal eine Säule oder hier so ein Stromleitungsmast. So, setzen wir den mal hier hin. So. Mal raus. Jetzt müssen wir das Kabel nämlich mal umbauen. Und zwar erstmal hier ran. So. Von hier aus nochmal eins jetzt hier rüber. Dann müsste auch das Signal wieder aktiv sein. Ach nee, du bist ja von beiden Seiten mit Energie versorgt. Das ist kein Problem. Ah, jetzt scheint das hier nicht zu funktionieren. Doch. Jetzt, mal sehen, ist wieder angebracht. So, jetzt über diese Leitung hier, jetzt kann man die auch versetzen. Kann man das noch ein bisschen klarer machen. Oder man könnte auch von hier aus die unteren Leitungen da anbringen. Aber das müssen wir, jetzt schwebt es. Das finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. So, jetzt steht es wieder richtig. So, und dann gibt es hier noch ein Terminal. Jetzt muss man das erstmal suchen. Mal sehen. Und zwar ein Terminal, mit dem wir weitere Funktionen aufrufen können. Da haben wir hier zum Beispiel das Voltec-Bewohnerverwaltungsterminal. Ganz wichtige, ganz wichtige Geschichte hierfür. Setzen wir das gleich mal hier vor. Dann können wir uns das nämlich vereinfachen. Normalerweise müsste man jetzt nämlich die Bewohner einzeln auswählen und dort zuweisen. Aber das können wir über diese Terminal auch zentral regeln. Also werden wir das hier mal mit der Stromversorgung verbinden. Können wir uns das nämlich ersparen. So, dann werden wir mal an den Voltec-Bewohnerverwaltungsterminal gehen. So. Und dann können wir Stellen für Arbeitslose finden. Schauen wir mal. Der Landwirtschaft zuweisen, auf jeden Fall. Wie viele Personen möchten Sie der neuen Beschäftigung zuweisen? Oh, würde ich sagen, werden wir erstmal 2. Mal sehen. Oh, mal schauen. So, arbeitet da ein bisschen. Jetzt bin ich gespannt, ob sich das denn verbessert hat. Müsste eigentlich so sein, dass wir jetzt doch mehr Essen haben. Ganz genau, das sollte das Problem jetzt beseitigt haben. Denn offensichtlich, ja, unsere restlichen Bewohner, die waren ja wohl ein bisschen untätig. Tja, haben sich hier nur einen schönen Tag gemacht und sich um nichts gekümmert. So, und das Problem haben wir jetzt definitiv aus dem, aus der Welt geschafft. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich würde auch sagen, wir sollten uns bei der Gelegenheit vielleicht noch um weitere Schlafmöglichkeiten kümmern. Dieses Haus können wir hier nur komplett abreißen. Das finde ich nicht gut. Dann schauen wir mal hier drüben hin. Ich glaube, hier können wir noch ein paar Betten hinpacken. Das wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt. Schauen wir mal, dass wir nicht zu viel einreißen bei der Gelegenheit. Aber dieses alte Bett können wir auf jeden Fall verwerten. So, das machen wir auf jeden Fall. So, schauen wir mal weiter. Hier drüben, dieses alte Bett kann auch definitiv weg. Ja, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt in der Vergangenheit, dass ich gerne auf jeden Fall die, die Strukturen, die hier so aus der Vorkriegszeit sind, gerne erhalten würde. Also möchte ich da ganz wenig wegreißen bloß, also nur ganz vorsichtig, so wie zum Beispiel das mit dem Teppich gerade und hier zum Beispiel die Kommode einfach wieder sauber hinstellen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen beschädigt ist. So, und dann werden wir hier nochmal ein paar Betten bauen. Ich hoffe ja, dass sich hier, wie gesagt, ein paar Siedler denn einfinden. So, also werden wir hier erstmal nochmal Betten bauen. Schauen wir mal. Wir hatten ja schon rausgefunden, hier gibt es relativ günstige Betten. Ich glaube, das war das hier genau. So, dann werden wir das hier mal hinpacken und dann werden wir dem mal ein paar mehr Schlafgelegenheiten verschaffen. Und sehen, das müsste eigentlich funktionieren, wenn wir da drüben noch eins hinstellen. Da müssten beide Betten auf jeden Fall zugänglich sein. So, dann werden wir drüben in den Raum, den wir jetzt gerade freigeräumt haben,
auch noch mal mindestens ein Bett stellen. Ich glaube, hier soll noch ein zweites. Schauen. Ich glaube, wir nehmen erstmal die Kommode hier und stellen die mal sauber unter das Fenster. Oh, in die Nische. Und dann werden wir nochmal versuchen, hier im Bett zu platzieren. Ach, hier steht ja noch eine Kommode. Gut, wenn das jetzt wegnehmen, ist natürlich hier Dekoration weg. Die Halloween-Dekoration, das ist weniger schön. Ich glaube, das machen wir nochmal ein bisschen anders. Wir stellen mal das Bett da in die Ecke. Mal sehen, ob das jetzt hier rankommen möchte. Möchte nicht so richtig. Na gut, kriegen wir schon hin. Also mal ein bisschen fummelig. So, ist auch der Durchgang nicht wirklich zu. So, jetzt sollte das passen. Das sieht großartig aus. Gut, aber glaube ich, kriegen wir kein zweites Bett hin. Das wird schwierig. Oder wir stellen die Kommode einfach mal hier neben. Das müsste doch passen. Ja, finde ich jetzt nicht so verkehrt. Ein bisschen anders. So, und dann haben wir hier noch einen Platz für ein weiteres Bett. Würde ich jetzt mal sagen. Also würde ich sagen, stellen wir das hier hin. Unter das Fenster. Das ist viel schöner so unter dem Fenster. Können wir auch mit der Kopfseite vielleicht zum Fenster machen. Eigentlich. Das ist, glaube ich, besser. Dann kommt man hier besser. Du, jetzt stehen wir hinter der Kommode. Jetzt blockiert uns hinter uns die Kommode. So, jetzt müsste doch nicht gleich passen. Großartig. So, haben wir hier noch 4 Betten reingekriegt. Haben jetzt insgesamt 13 Betten. Das ist natürlich eine ungünstige Zahl. Mal sehen, ob wir noch irgendwo eins unterkriegen können. Das sieht hier eigentlich ganz gut aus. Schauen wir mal ganz kurz rein. Ja, machen wir hier nochmal ein Einzelzimmer kurz draus. Das finde ich ganz gut. So, also werden wir hier nochmal ganz kurz... Oh, wir sind zurückgesetzt worden. Das ist ja sehr interessant. So, dann werden wir mal den Stuhl hier drüben in die Ecke stellen, damit der nicht verloren geht. Und nochmal ein weiteres Bett hier hinten hinstellen. Ich hoffe, das ist zugänglich und gilt dann auch als Bett. Wenn nicht, naja, dann haben wir halt nur eins, was einfach ja, vorhanden ist und ja, keiner benutzen kann. So, ich glaube aber, da sollte jemand reinkommen. Oder wir stellen es auf die andere Seite, das ist vielleicht noch besser. Obwohl, das sieht ein bisschen komisch aus. Ich glaube, man muss an der Wand schlafen. So, mal sehen, das ist ein bisschen klein natürlich und dadurch ein bisschen fummelig. So, ich glaube, das sollte funktionieren. Wir können es mal selber ausprobieren, ob wir uns da hinlegen könnten. Ja, wir könnten uns hinlegen. Kein Problem. Gut, dann ist das Bett zugänglich. So, dann haben wir 14 Betten hier. So, dann sollten sich hier eigentlich auch Siedler ja, einfinden können. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie spät das ist. Eigentlich wartet jetzt nicht die Gelegenheit da mit dem Bett. Uns fehlen ja eh ein paar HP. Also würde ich sagen, wir nutzen das Bett und schlafen einfach. Jetzt haben wir es 7 Uhr abends. Gut, ich würde sagen, wir nutzen mal die Gelegenheit und schlafen einfach mal 12 Stunden. Wir sind ja ewig unterwegs gewesen, haben nie eigentlich geschlafen, doch einmal drüben in County Crossing. Also wir sollten uns mal ausschlafen und lassen mal die Zeit verstreichen, in der Hoffnung, dass sich in der Zwischenzeit ein paar Siedler einfinden und wir dann mit denen noch weitere ja, Handelsrouten einrichten können. Ich würde da auf jeden Fall gerne eine weitere, auf jeden Fall zu der hier in der Nähe befindlichen Abernathy Farm einrichten. Also über die Red Rocket Raststätte auf jeden Fall. So, und County Crossing hat sich erfolgreich verteidigt. Großartig. Haben wir also was richtig gemacht. War ja beim letzten Mal so die Frage, ob wir denen helfen müssen oder ob da die Verteidigungsgeschütze ausreichen. Offensichtlich hat das gereicht. Sehr, sehr schön. So, jetzt können wir nochmal in die Werkstatt schauen, ob sich da jetzt etwas verändert hat. Wir haben tatsächlich einen weiteren Siedler. Großartig. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ja, müssen wir nochmal in die Werkstatt und uns mal aus der Werkstatt noch einmal das Minuteman-Outfit holen. Schauen wir mal, wo wir es finden können. Da haben wir einen Milizhut und ein Minuteman-Outfit. Und dann sollten wir uns mal den neuen Siedler suchen, der hier eingetroffen ist. Und dann werden wir ihm oder ihr mal das Minuteman-Outfit verpassen. Mal sehen, wo wir sie finden. Ich glaube, der da oben ist neu. Der sieht jedenfalls hier so aus. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Ja, das stimmt allerdings. Gut, reden wir mal mit ihm. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch. So, dann können wir jetzt nämlich mit ihm handeln, beziehungsweise ihm hier die Kleidung geben. Einmal Milizhut, einmal Minuteman-Outfit und dann werden wir ihn auch damit auf jeden Fall ausrüsten. So, dann ist er hier auf jeden Fall standesgemäß gekleidet und dann würde ich ihn gerne zu einer anderen Siedlung schicken. So, schauen wir mal. Das ist auch nicht mehr ganz so vertraut damit, wie das jetzt genau funktioniert. Wir werden gleich mal sehen. Das müsste jetzt eigentlich sein. Jetzt müssten wir ihn bewegen können, ganz genau. Und da würde ich ihn gerne rüber zur Abernathy Farm schicken. So, Abernathy Farm als neues Zuhause festlegen, ganz genau. So, er sollte sich jetzt dahin auf den Weg machen. Sehr schön. Und dahin werden wir uns jetzt auch auf den Weg machen direkt.
Denn, ja, die hatten ja auch ein paar Versorgungsprobleme, nennen wir es mal so. Ich hoffe, wir können die jetzt lösen. Und wenn nicht, dann können wir ihn auf jeden Fall, sobald er da eingetroffen ist, auf die Versorgungsroute setzen und das Problem auf jeden Fall beheben. Dann sind nämlich Sanctuary Hills mit der Red Rocket Station, die wir hier vorne haben, und der Evanescent Farm verbunden. Dann haben wir schon mal unsere ersten... Oh, wir haben auf jeden Fall hier unten eine Blähfliege und die kümmern sich darum. Okay, versuchen wir mal mitzuschießen. Ich glaube, das kriegen wir etwas besser hin. Mal sehen, ob das Watz funktioniert. Ist jetzt ein bisschen weit weg, aber kümmern wir uns kurz drum. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hatte keine Wahl. So, sehr schön. Das scheint unsere andere... das scheint unsere andere Versorgerin zu sein. Ja, ja, definitiv. Gut, okay, die musste sich hier wohl auf der kurzen Route zwischen Sanctuary und der Red Rocket Raststätte erstmal gegen die Blähfliege da verteidigen. Gut. Also, wie gesagt, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, genau, dann sind auf jeden Fall Sanctuary Hills mit der Red Rocket Station verbunden und mit der Evanescent Farm, die wir hier drüben haben. Die ist ja nur ein ganz kleines Stückchen hier querfeld ein. Und da werden wir uns jetzt auch mal hinbegeben und mal gucken, ob wir da noch ein bisschen was für die Siedler tun können. Uns war ja schon im Pip-Boy aufgefallen. Moment, hier liegt was. Das müssen wir uns anschauen. Wir haben nochmal zwei Stimpaks gefunden. Hier liegt ein Erste-Hilfe-Koffer. Großartig. Und ein bisschen aufbereitetes Wasser hier am Wasserturm. Am Wasserturm von Concord würde ich es nennen. Oder Sanctuary Hills. Nee, Concord. Da oben steht auch Concord dran. Gut, okay, großartig. So, wo haben wir jetzt die Farm? Die müsste jetzt eigentlich direkt vor uns liegen. Da ist er auch schon. Sehr schön. Und hier wird irgendwo gehämmert. Nee, hier wird geschossen. Oh, ich glaube, wir haben rechts einen Supermutanten, wenn ich das richtig sehe. Moment mal. Ja, da ist ein Supermutant. Eindeutig. Macht denn der hier? Das ist nicht nur einer. Das finde ich nicht gut. Dann würde ich sagen, sollten wir uns mal um die kümmern. Was schleichen die hier rum? Das geht nicht. Und die haben nicht mitgekriegt, woher die Schüsse kommen. Das ist gut. So, da brauchen sie da ja nicht versuchen zu verstecken. Das geht nicht. So, wir müssen ja unsere Gegend hier sauber halten. Nicht, dass unsere Siedler, die hier auf dem Versorgungsrut unterwegs sind, noch Probleme kriegen. So, jetzt kommt der hier. Na gut, dann nehmen wir mal den Platz zu Hilfe. So, da ist ja nichts mehr übrig hier. Und da ist der auch schon erledigt. Sehr schön. Hätte es weglaufen sollen. Ah, und da ist wohl eine der Bewohner hier. Blake hat mir gesagt, was du für uns getan hast. Für Mary. Ich weiß, das ist nicht viel, aber falls du handeln willst, mache ich dir einen guten Preis. Lass es mich wissen, wenn dich hier was interessiert. Aha. Okay, wir können mit ihr auf jeden Fall handeln. Das ist sehr gut. Das sollten wir auf jeden Fall ausnutzen. Wir können sie jetzt auch noch fragen, wie es ihr geht. Sie ist hier wohl die Mutter von dem Gehöft sozusagen. Okay, wir fragen sie erstmal, wie es ihr geht. Wie geht es dir so? Dank dir? Besser. Mary war ein gutes Mädchen. Sie war ein Wildfang. Wir hatten unzählige Male Streit. Das Mädchen hat Regeln gehasst. Und ich hatte viele. Bedauerst du die Regeln? Bereust du es? Die vielen Regeln? Ich würde sagen, ja. Aber wer weiß. Ohne diese Regeln könnte noch was Schlimmeres passieren. Ich bereue eigentlich nur, dass ich sie nicht retten konnte. Wir kannten das Risiko, heute Kinder zu haben. Und haben es akzeptiert. Aber das war es wert. Auf jeden Fall. Wie auch immer. Das reicht. Du hast bestimmt genug eigene Sorgen. Da willst du nicht auch noch mir zuhören. Wie gesagt, wenn du was brauchst, lass es mich einfach wissen. Es kommt nicht jeden Tag ein Fremder vorbei und hilft uns, so wie du. Okay, dann werden wir mal mit ihr handeln. Klingt gut. Okay, schauen wir mal. Also wir können hier auf jeden Fall ein paar 308er Patronen kaufen. Sind zwar nur 6, aber die nehmen wir auf jeden Fall ihr mal ab. So, schauen wir mal, ob wir noch was anderes finden, was uns hier, ja, was hier interessant ist. Sieht aber leider nicht so aus, in Ordnung. So, können wir mal schauen, ob wir noch irgendwas verkaufen können bei der Gelegenheit. Ob hier sich irgendwas anbietet. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel ausgelagert, von daher wird das wahrscheinlich gar nicht wirklich was werden jetzt hier. Wir müssen noch das Jagdgewehr Langreichweiten-Zielfernrohr, das können wir immer verkaufen. Dann kostet uns das wohl mit den Patronen bloß 25 Kronkorken. Nehmen wir den Handel einfach an. Der Rest kann erst einmal hier bleiben. Sie hat auch noch ein bisschen, ja, ein paar Rohstoffe, aber ich glaube, die brauchen wir nicht unbedingt. So, bestätigen wir den Handel. Sehr schön. Aber wir haben auch das Grab ihrer Tochter gefunden. Gut, okay, so jetzt wollen wir ihm mal ohnehin helfen. Aber wir werden uns vorher auf jeden Fall die beiden Supermutanten angucken gehen.
So, da liegt der erste. Der hat 6 Kronforken dabei, 38 Patronen, Radhirsch, Fleisch, Plank und kurzes Improgewehr. Kann eigentlich da bleiben. Könnten es wahrscheinlich drüben in der Siedlung oder einer Werkstatt auch vernichten, aber muss nicht sein. Hier haben wir wieder Befehle der Supermutanten, dürfen da bleiben, kennen wir schon. Hier haben wir noch 3 Kronkorken, 38 Patronen, etwas Blähfliegenfleisch. Sehr schön, der Rest darf auch da bleiben. So, dann werden wir mal zur Siedlung rübergehen, beziehungsweise zur Werkstatt und uns mal anschauen, was hier das Problem ist. Die hatten ja definitiv Probleme mit ihrer Versorgung. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um die. Hier ist wohl auch der Siedler, den wir losgeschickt haben. Da ist er wohl schon eingetroffen. Ich denke mal, wir sollten mal mit ihm kurz reden, beziehungsweise ihm eine Route zuweisen. Und da werden wir ihn jetzt hier die Route öffnen lassen, rüber zur Red Rocket Raststätte. So, ja, bitte bestätigen. Sehr schön. Dann macht er sich jetzt von hier aus darüber auf den Weg und sorgt hier dafür, dass wir die ganzen... Rohstoffe zur Verfügung haben. Das sollte jetzt miteinander verbunden sein. Das werden wir uns jetzt auch ganz kurz mal im Pip-Boy anschauen. So, gehen wir mal, ich glaube, auf die Karte und Versorgungsrouten einblenden, ganz genau. Und wie man sehen kann, Sanctuary ist jetzt mit Red Rocket verbunden und Abernathy Farm ist mit der Red Rocket Raststätte ebenfalls verbunden. Und damit können wir die Rohstoffe über diese 3 Siedlungen hinweg komplett verteilt benutzen. Ja, und deswegen hatte ich jetzt auch auf Sanctuary so viel Wert gelegt, da wir von dort aus die Siedler dann auf die Siedlung verteilen möchten können, die als Knotenpunkte dienen. Denn ich werde jetzt zum Beispiel in der Rocket Raststätte möchte ich keine weiteren Siedler ansiedeln. Die ist bloß quasi unsere Werkstatt. Stelle gerade fest, wir müssen dann auch zurückkehren. Wir haben ja noch die Raider Power Rüstungsteile im Inventar, aber ist auch kein Problem. Das werden wir auf jeden Fall machen. Jetzt können wir zum Beispiel auch von Sanctuary aus, wenn wir hier mal ein bisschen rauszoomen, zum Beispiel einen Siedler nach Ten Pines Bluff schicken und der bildet dann wieder eine Versorgungsroute nach Red Rocket und dann sind auch die miteinander verbunden und für Ten Pines Bluff dann auch nochmal eine zweite zum Außenposten. Simonia, den wir kürzlich eingenommen haben. Gut, ja, dann haben wir das auf jeden Fall miteinander hier verbunden und von hier, von der Abernathy Farm, da können wir dann auch die Siedler hinschicken, können wir dann hier noch zum Starlight Drive-In verbinden und hier rüber zur Sunshine Tidings Kooperative und dann wieder in Starlight nichts an. Ja, niemanden ansiedeln und von Grey Garden hier hoch. Und dann haben wir da eine komplette Versorgungsroute bis runter quasi nach Cambridge. Hier unten ist ja Cambridge. Also das wäre schon sehr, sehr hilfreich, wenn das aufgebaut ist. So, darum möchte ich mich auf jeden Fall so nebenbei in den nächsten Folgen kümmern. Ihr merkt schon, es braucht auf jeden Fall eine gewisse Zeit. Gut, so, jetzt sollten wir uns hier mal umschauen. Wir hatten ja gerade eben schon gesehen, dass es hier auch nicht zum Besten steht. Also sollten wir mal schauen, ob wir jetzt hier was machen können. Wir haben hier 4 Leute, wir haben 10 Essen, das ist schon mal gut. Uns fehlt auf jeden Fall Wasser. Also fangen wir auf jeden Fall erstmal mit Wasser und dem Schutz an. Beides Probleme hier auf jeden Fall. Und wir sollten noch für weitere Betten sorgen. So, das sind auf jeden Fall die 3 großen Themen. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz vielleicht erst einmal in die, ja, in ihr Haus, in ihre Hütte, ob wir hier Platz hätten, irgendwo Betten unterzukriegen. Hier ist eine Matratze, hier ist eine Truhe mit 38er Patronen, das wird mitgenommen. Die, da sorgen wir anders für Verteidigung. So, mal sehen, ob wir hier irgendwo ein paar Betten platzieren können. Hier ist eine weitere Matratze, hier sind, das sind die 4, in Ordnung. Können ja mal hier vorne noch schauen, hier sind noch weitere 38er Patronen. Schrotpatronen, das ist sehr nett, 308er Patronen, das ist auch großartig. Ja, wenn das hier nur so als Deko rumsteht, bringt das den Siedlern ohnehin nichts. Hier haben wir Düngemittel, aber leider kein Beton. Aber den werden wir mal einstecken, den werden wir auf jeden Fall in die Werkstatt packen. Ja, hier zum Beispiel die Ecke könnte man ausräumen und da Betten hinstellen. Aber hier scheint es noch nach, oder hier geht es noch nach oben. Vielleicht können wir ja noch eine Freiluftunterkunft hinkriegen. Schauen wir mal. Oh, hier kommt man ein bisschen schlecht hoch. Das ist nicht schön. So. Hier haben wir noch gelbe Farbe, na, der darf stehen bleiben, ein bisschen Deko muss ja auch sein. So, oh, hier oben ist natürlich ein bisschen sehr Freiluft. Ist natürlich auch nicht so schön. Nun gut, okay. Sollten wir vielleicht unten gucken, dass wir da irgendwo einen netten Platz finden, wie gesagt.
Oder wir bauen draußen nochmal quasi eine weitere Hütte. Ich glaube, das ist die einfachste Variante. Also werden wir das machen. Wir werden kurz sämtlichen Schrott und so weiter hier reinwerfen. So, das war das. Und dann gucken wir mal, ob wir hier einen netten Platz finden. Das ist auf jeden Fall was zum Anpflanzen hier geeignet. Und dann schauen wir mal, wo wir hier vielleicht eine Hütte hinkriegen. So, fangen wir damit erst einmal an. Also Fertighäuser wieder und dann sollte man eine kleine Hütte bauen. Mehr Rohstoffe bzw. die brauchen nicht aussehen. Wir haben hier auf jeden Fall sehr viel Holz und sehr viel Stahl. Beziehungsweise wir sehen dadurch, dass unsere Versorgungsroute wohl funktioniert. Ich glaube, hier hinten wäre ganz nett. Wenn jetzt nicht so viel Gestrüpp da drunter ist und das nicht unbedingt schwebt, wird das ganz nett. Ich glaube, hier hinten ist ganz nett. Ja, ich glaube, wenn wir das hier in die Senke packen, dann wird das was. Ja, guck, wir drehen das noch ein bisschen schräg. Nee, das geht nicht. Dann schwebt das. Das war das. So. Ich glaube, das sollte. Nee, das schwebt. Das ist immer das, was ich überhaupt nicht mag. Oder wir drehen das mal um. Das ist auch irgendwie ganz nett, wenn das denn vielleicht nur von da aus zugänglich ist und die da vorne rum müssen. So, ich hoffe, das haut hin. So, bauen wir das mal. Schauen uns das auch gleich mal an. Ich glaube, das ist ganz gut. Dann hat man hier so einen Gang. Und von hier aus kommt man da rein. Nee, das ist auch ganz großer Mist. Das passt überhaupt nicht, weil das Ding da schwebt. Das konnte man natürlich aus der Position nicht sehen. Dann hoffe ich, lässt sich das hier machen. Dann würde ich sagen, hier so am Feld vielleicht. Hier sieht die Kante so aus, als wäre sie akzeptabel und nicht allzu viel Gestrüpp da drin. So, schauen wir mal. Das sieht ganz gut aus. Ja, damit können wir leben. Wenn wir da noch ein Bett draufstellen, sieht das kein Mensch mehr. Gut, machen wir das. So, also Betten. Das war jetzt erstmal das Problem. Wir brauchen auf jeden Fall 3 Betten. So, dann werden wir hier die einfachen Betten platzieren. Ja, und da haben wir offensichtlich auch wirklich tatsächlich die Ressourcen drüben aus Sanctuary hier zur Verfügung. So, ja, das ist ein bisschen kaschiert. Geht, glaube ich. Das kann man, glaube ich, akzeptieren. So, dann kommt hier noch ein Bett hin. Und dann hier drüben nochmal. Also quasi wieder der übliche Standardaufbau. So, sollten wir gleich haben. So, haben wir das. Dann schauen wir mal bei den Ressourcen. Denn wir sollten auf jeden Fall für Wasser sorgen. So, wir können auf jeden Fall eine kleine Wasserpumpe machen. Für eine größere Wasserpumpe offensichtlich fehlt uns Kupfer. Das ist natürlich sehr schade. Also werden wir auf jeden Fall mit kleinen Wasserpumpen arbeiten. Und ich finde, hier direkt daneben passt eine sehr gut hin. Oh, aber da meint das System, dass wir sich nicht platzieren können. Da finde ich sehr schade. Mal sehen, ob das hier irgendwo funktioniert. Ja, hier geht es aber ein bisschen weit weg eigentlich für meinen Geschmack. Mal sehen, ob wir sie hier hinpacken können. Das ist schon viel besser. Ja, machen wir das hier an der Ecke. So, dann haben wir auf jeden Fall 6 Wasser. Wir haben 7 Betten. Also sollten wir eine zweite Wasserpumpe noch bauen. Oder beziehungsweise quasi in dem Fall ja die dritte. Hier steht schon eine. Packen wir noch eine auf die andere Seite. Soll ja auch ein bisschen nach was aussehen. Mal sehen, hier vorne könnte sich doch eine anbieten. Ja, warum sollen die denn so weit laufen? Oh, würde ich sagen, packen wir die mal hier an die Ecke. So ist es, glaube ich, ganz gut. Da hat man hinten noch die Möglichkeit, das zu bedienen. Dann haben wir hier auf jeden Fall 9 Wasser. Wir haben 10 Essen. Das reicht also auf jeden Fall. Aber wir brauchen noch Schutz. Also werden wir mal auf jeden Fall hier noch Geschütztürme hinsetzen. Da können wir auf jeden Fall die einfachen Geschütztürme machen. Und ja, ich glaube, hier oben werden die ja nicht schlecht platziert. Mal sehen, ob wir die jetzt von hier unten hier hinkriegen. Ja, das funktioniert. Hier vorne an die Kante machen wir das einmal reihum. Ein Haus mit 4 Ecken. Dann kommen da auch 4 Geschütze rauf. Mal sehen, ob wir das jetzt hier platziert kriegen. Oder ob wir tatsächlich vielleicht doch noch nach oben müssen. Oh, das sieht fast so aus. Ein bisschen. Jetzt haben wir, da oben ist es. Großartig, sollte doch nicht schweben. Machen wir das hier drüben noch an der Ecke vielleicht. Obwohl hier ist nichts, wo man das eigentlich raufstellen kann. Dann würde ich sagen, nutzen wir hier vielleicht mal die Hütte aus. So, gucken wir mal. Hier müsste der Deinzel passen. Großartig. So, und dann gehen wir mal auf die andere Seite. Hier über den Zaun. Und dann haben wir auf jeden Fall schon bisher 15 Schutz. Wir sorgen mal dafür, dass noch mehr ist. Man hat ja jetzt auch an Country Crossing gesehen, dass sich das lohnt. Mal sehen, ob wir das hier oben hingesetzt kriegen. Obwohl, wir gehen mal rein. Ich glaube, das macht sich besser. Wir gehen mal kurz nochmal nach oben. So viel Zeit muss sein. So, einmal hier lang. Wieder die Leiter hoch. Hier die Leiter hoch. Bisschen schwierig, da sollten wir uns außen eine Leiter lang legen, dann wäre das vielleicht einfacher. Genau hier, würde ich sagen, würde sich ein weiterer Geschütz anbieten. So, und hier lässt sich das doch schon viel einfacher platzieren. So, großartig. So, das war das. Da haben wir eins, da haben wir eins. Ja, die Seite ist auch abgedeckt.
da unten verteidigt die kleine Hütte. Da können wir jetzt noch mal gucken, ob sie das vielleicht von hier oben macht. Nee, ich glaube, wir setzen noch mal eins da unten mit drauf. Gehen mal kurz runter. Ich glaube, wir tun uns nichts. Nee, das hat geklappt. Und setzen noch mal ein zweites hier vorne aufs Dach. Man sieht ja, das bringt was auf jeden Fall. Brauchen wir uns nämlich nicht darum kümmern. Das wäre auch im Rahmen dieses Let's Plays halt auch wirklich schwierig. Ihr wisst ja, wir dürfen keine Schnellreisen benutzen. Das ist ja hier quasi der Soft-Survival-Mode. Gibt ja noch einen richtigen Survival-Mode. Sprich, auch mit erschwerten Bedingungen und so weiter. Aber das, glaube ich, das ist eher was für jemanden, der Fallout das ein oder andere Mal mehr durchgespielt hat. Bei mir ist es einfach nur der zweite Playthrough. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Betten. Wir haben genug Verteidigung. Wir haben genug Wasser. Und wir haben genug Nahrung. Sehr schön. Dann können wir auf jeden Fall einen weiteren Siedler hierher schicken. Und die sind erstmal versorgt. Das finde ich erstmal großartig. Und jetzt sollten wir nochmal kurz rüber auf jeden Fall. Da kommt doch unser Siedler, der hier für die Versorgungsroute sucht. Der neue. Ah, der ist auch nett. Der redet noch mit uns. Er hat uns gerade gefragt, wie es uns geht. Können wir mal mit ihm reden. Aber ist, glaube ich, jetzt nicht nötig. Wir gehen einfach rüber zur Red Rocket Station. Denn wir hatten ja noch eine Aufgabe. Beziehungsweise eine Sache, die wir noch machen wollten. Wir wollten eigentlich hier die Räderrüstungsteile einlagern. Also beziehungsweise die Räder-Power-Rüstungsteile, um ganz genau zu sein. So, ja, jetzt ist eigentlich auch der Weg hierüber recht kurz geworden. Ist ja auch alle recht befriedet. Das Einzige, wofür wir hier noch sorgen können, damit auch die Red Rocket Station nicht angegriffen wird, ist vielleicht auch ganz sinnvoll, wenn wir hier noch ein paar Geschütze platzieren. Nur zur Sicherheit. Nicht, dass uns irgendjemand hier unsere Power-Rüstung klaut. Ich glaube, das sollten wir kurz mitmachen, wenn wir schon hier sind. So, schauen wir mal erstmal, dass wir die Rüstungsteile loswerden. Die sollten wir eigentlich im Inventar haben. Wenn nicht, hat sie wohl Dogmeat. Ah, ich glaube, die haben wir Dogmeat eben. Mal gucken, wo der sich jetzt gerade rumtreibt. Eben war noch neben uns, da ist er auch schon. So, gucken wir mal, dass wir jetzt mit ihm mal kurz handeln. Genau, da sind sie auch schon. Raider Power Rüstung. Für den linken Arm, für den rechten Arm und so weiter. Sehr schön. Und wir haben noch ein paar Sachen, die wir hier zum Verkaufen haben. Sehr schön. Gut, das sollte erstmal reichen. So, dann werden wir mal kurz an die Werkbank treten. Erst einmal die Räder-Rüstungsteile reinpacken. Obwohl unser zweites Rüstungsgestell hat ja noch ja keine Teile. Nö, nur dann würde ich sagen, packen wir die doch mal direkt da rein. Ah ja, die sind jetzt erstmal defekt, dann müssen wir die erstmal reparieren. Ja, wir können ja noch leider keine zweite, Power-Rüstungsstation bauen. Da fehlt uns noch ein weiterer Perk. Aber den werden wir schon noch kriegen. So, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal kurz in die Herstellung und werden den Power Raider Rüstungshelm hier reparieren. Dann können wir den nämlich auch die Power Rüstung packen. So, das soll für den Moment erstmal reichen. So, großartig. Und dann packen wir den in die Power Rüstung. Warum sollen wir den in die Werkbank packen? So, hätten wir das. Großartig. Oh, erledigt. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir hier noch was reinpacken können. Hier die falschen. Das denn? Okay, großartig. Nee, ist nichts. So, wir haben glücklich weiter im Inventar, was wir hier loswerden müssen. Nee, wir haben für alle Fälle nochmal Milizhut und ein Minuteman-Outfit dabei. Der Rest sieht soweit erstmal gut aus. Ich möchte mich da eher ein, zweimal mehr vergewissern. Nicht, dass wir hier mit irgendwelchen unsinnigen Sachen rumlaufen, aber das scheint nicht der Fall zu sein. So, und jetzt können wir uns noch ganz kurz hier um die Geschütze, wie gesagt, kümmern. Dass wir hier auf jeden Fall ein bisschen Schutz haben. Also wenn wir schon Wasser essen und das alles ignorieren. Aber die Geschütze sollten wir nicht ignorieren. Und dann sollten wir uns auf jeden Fall darum kurz kümmern. So viel Zeit muss sein. Ich glaube, wir sollten auch vielleicht dafür eine Leiter bauen. Dann sind wir etwas flexibler. Schauen wir mal ganz kurz, dass wir bei den Holzstrukturen hier nochmal eine Leiter ansetzen. Oder eine Treppe vielmehr. Ja, machen wir das. Ich glaube, das könnte ja nicht verkehrt sein. Ich glaube, wir nehmen eine ohne Plattform. Wir brauchen eine mit Plattform. Die ist, glaube ich, etwas höher. Ne, das haut nicht ganz hin. Ich glaube, das müssen wir vorne machen beim Dach. Hier, beziehungsweise bei dem Vordach. Ah, auch noch nicht ganz. Ne, das reicht nicht. Da kommen wir nicht hoch. Naja, gut, okay. Dann müssen wir in zwei Ebenen machen. Oder wir lassen es jetzt erstmal. Also würde ich sagen, machen wir erstmal nur das, was wir eigentlich machen wollten. Das ist ein bisschen fummeliger, das dauert ein bisschen länger. Das müssen wir nicht mehr unbedingt jetzt machen. Ich würde sagen, wir kümmern uns nur darum, dass hier ein paar Geschütze stehen. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Wenn wir das hier oben hinstellen, mal gucken, ob wir das ein bisschen besser platziert kriegen und das nicht hier vorne über die Kante so sehr ragt. Das gefällt mir nämlich gerade ja nicht. Oh, so, das eine ist gebaut.
Ah, steht der Fuß auf der Kante, das ist in Ordnung. Dann stellen wir noch eins hier drüben auf die Ecke. Ah, ah, glaube ich, da ist es jetzt aber wirklich. Jetzt passt es. Jetzt sieht besser aus. Und dann noch eins hier hinten hin. So. Noch ein bisschen nach oben. Da haben wir doch schon. Ja, keine große Sache hier. Und noch eins hier drüben hin. Dann haben wir auf jeden Fall alle vier Ecken abgedeckt oder alle vier Richtungen. Auf jeden Fall mit E geschützt. Kann nicht so viel passieren. Gut. Sehr schön. Hätten wir das. Haben wir doch was geschafft hier in unseren drei Siedlungen, die jetzt hier miteinander verbunden sind. Und vielleicht haben wir ja Glück und beim nächsten Mal haben wir noch einen weiteren Siedler, den wir auf eine neue, weitere Versorgungsroute schicken können. Gut, für heute soll es jetzt aber erstmal gewesen sein. Ich hoffe, unsere kleine Ausbaurunde hier in Sanctuary, in der Albanassi Farm drüben und hier an der Red Rocket Station hat euch gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier mit Fallout 4 weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.